They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Hallo, ihr Lieben. Wir hoffen, es geht euch gut. Die zwei Wochen gingen ja rum wie, ja, ganz fix. Wir sind heute nicht alleine. Mit wir meine ich, Dave ist wieder da. Hallo, Dave. Hi. Und wir haben einen Gast, und zwar den Lorenz Göster-Beutin, stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Linke. Hallo Lorenz. Moin. Magst du was zu dir sagen? Magst du dich mal kurz vorstellen? Jo, wie ihr lesen könnt, hier irgendwie da. Genau. Bin ich stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Linke. Ich war von 2017 bis 2021. Ich war von 2017 bis 2021 Klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Habe da viel Begleitung gemacht, unter anderem bei Aktionen zivilen Ungehorsams. Habe mich da auch dann mit Uniper bei Datteln 4 angelegt sozusagen und den Kürzeren gezogen vor Gericht. Mist. Ist halt so. Bin der Überzeugung, dass man als linke Partei eine Verankerung auch in Bewegungen braucht. Du brauchst also das Parlament und du brauchst Bewegungspolitik. Und ich habe mich beteiligt daran, die Kampagne Eine Linke für alle für eine Erneuerung der Linken auf die Beine zu stellen. Cool, genau darüber wollen wir heute sprechen. Aber gleich erst Nicole. Ja. Du hast uns ein Thema mitgebracht, ne? Ja. Wieder ein schönes, aufbauendes, glücklich machendes Thema. Ja, wie immer. Total. Heute wurde die Bezahlkarte verabschiedet. Das heißt, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, jetzt nicht mehr die Freiheit haben, ihr ganzes Geld einfach auf den Kopf zu hauen, sondern das ist an eine Bezahlkarte geknüpft, soll im Sommer starten. Sind wir mal gespannt. Wir kennen ja die deutsche Bürokratie. Ich finde es einfach ein Unding, das bisschen Freiheit, das die Menschen mit diesem Geld haben, ich meine, das ist wirklich nicht viel Geld, von dem wir hier sprechen, dass da noch nicht mal die Freiheit herrscht, dass man, also dieser Generalverdacht, ne? Wir geben diesen Menschen das Geld nicht in bar, sondern das ist an eine Karte geknüpft. Also ich finde das echt, das regt mich wahnsinnig auf. Dadurch soll eingedämmt werden. Also zum einen werden Menschen erstmal generell unter einen Generalverdacht gestellt, dass das alles Schmarotzer sind, die hier hinkommen. Und zum anderen soll dadurch eingedämmt werden, dass die Geld nach Hause schicken, weil es ja kein Bargeld mehr gibt. Da liegen aber der Bundesregierung ja noch nicht mal Zahlen vor. Man weiß ja noch nicht mal, wie viel Geld überhaupt von Geflüchteten ins Ausland überwiesen wird, also wie viel außerhalb der EU, innerhalb der EU. Ich glaube, die letzten Zahlen waren von 2018, da wurde mal nachgefragt. Also mich regt das total auf, weil ich auch immer denke, alles, was ihr verabschiedet, denkt doch mal daran, was würden denn rechte Regierungen damit machen? Du kannst, ich weiß ja nicht, ob es nicht auch die Möglichkeit besteht, dass wenn du irgendwo einkaufen gehst, dass du bestimmte Artikel gar nicht kaufen kannst, weil das auf der Karte gesperrt ist. Oder bestimmte Läden sind gesperrt. Kannst halt keine Zigaretten, kein Tabak, keine Schokolade. Ne, gibt's einfach. Also ich, und vielleicht kann man es auch als Arbeitslose mal verwenden, damit die. Ja, das, da kamen schon die ersten. Habe ich heute im Fokus gelesen.
Top-Ökonom Raffelhüschen, ja, der Top-Ökonom, hat ja genau sowas vorgeschlagen für Bürgergeldempfänger. Ja, also das ist der Sprachrohr der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Nein! Nee, das soziale Marktwirtschaft. Da draußen die Menschen an den Übertragungsgeräten. Die wissen das möglicherweise nicht sämtliche, die meisten wahrscheinlich sowieso, weil die up-to-date sind, weil sie bei euch reingucken, aber einige wissen es nicht, möglicherweise. Und der ganze Hammer daran ist, dass wir gerade echt Symbolpolitik sehen. Ne? Totalsanktionen beim Bürgergeld ist ja so das andere Thema und jetzt hier diese Bezahlkarte, das heißt, man kloppt auf die drauf, die halt am wenigsten Geld haben und die am schwächsten sozusagen sind in der Gesellschaft, ja. Und man lässt die, die von den Krisen profitieren, lässt man halt ungeschoren davonkommen und so das ist das Ganze und die Regierung macht im Prinzip ich sehe hier immer die Kommentare hier, das ist aber ja gar nicht so schlecht. Die Regierung macht im Prinzip ja eine Politik, die nichts anderes ist als das, was die AfD fordert. Und wenn man sich die Forderung zur Migrationspolitik der AfD von 2017 anguckt, kann man sehen, das hat die Ampelregierung umgesetzt. Schau an. Ja, und ich glaube, jetzt verstehe ich auch die Aussage, wir müssen die AfD inhaltlich stellen. Wir übernehmen einfach AfD-Politik. Also du brauchst noch nicht mal eine AfD in der Regierung. Die Politik wird schon umgesetzt. Und wenn ich auf die Straße gehe gegen rechts, dann, liebe Ampel, seid ihr damit gemeint. Ich gehe auch gegen eure Politik auf die Straße, gegen die Politik von SPD, Grüne und von FDP. Weil apropos. Echt? Das geht nicht. Apropos, haben wir nicht die Freiheitspartei in der Ampel? Und hat die Freiheitspartei gerade Geflüchteten die Freiheit genommen, ihr Geld nach eigenem Gutdünken auszugeben? Ist das nicht, also wenn wir jetzt mal ganz unironisch fragen, ist das nicht eigentlich gegen das FDP-Menschenbild mit Eigenverantwortung und jeder ist seines Glückes Schmied und dies, das und tralala? Ja, ich weiß es nicht. Meinen Sie mit der Freiheit auch Freiheit nur für weiße Kartoffeln, für deutsche Kartoffeln. Für Leistungsträger. Ne? Für Leistungsträger. Naja, nur Leistungsträger haben Freiheit, alle anderen müssen sich beugen. Das Lindner sagte, glaube ich, auch wieder so einen Satz heute irgendwie mit, also wir müssen ja immer die Balance finden zwischen denen, die bekommen, ja, die Hilfe bekommen und denen, die sie bezahlen müssen. Ne? Und da sehen wir, dass das Menschenbild der FDP über diesen selbstbestimmten Menschen beschränkt sich tatsächlich auf diese Leistungsträger, glaube ich. Ne? Auf diese, also Leistungsträger. Wenn du mich fragst, definiere ich Leistungsträger ja immer komplett anders, als das die FDP-Leute tun. Ja, das sind die Leute, die tatsächlich, arbeiten und die Leute, die mit Care-Arbeit dafür sorgen, dass andere arbeiten können. So, also die wirklich in lohnabhängiger Beschäftigung stecken. Während der Corona-Krise hat man ja auch gedacht, dass sich so eine Deutung mal durchsetzen könnte, als dann alle fleißig auf dem Balkon standen und geklatscht haben. Aber real geändert hat sich halt daran nichts. Und deswegen glaube ich, die Proteste würden wirkungslos sein, wenn jetzt nicht eine echte Organisierung kommt. Und wenn jetzt nicht ein Druck für einen echten Politikwechsel kommt sozusagen. Und das ist meine ganz, ganz große Sorge, weil auf der einen Seite feiert sich die SPD ab, feiern sich auch die Grünen ab für die Teilnahme an den Protesten. Und auf der anderen Seite machen sie AfD-Politik, ne? Und bedienen sie halt Ressentiments, und zwar rassistische Ressentiments und Ressentiments gegen die Ärmsten der Gesellschaft. Ja. So ist es. Lars Klingbeil hat doch heute auch wieder irgendwie gesagt, man müsse Abschiebeoffensive starten, genau. So. Da hast du recht, Nicole. Da frage ich mich, wozu? Eine AfD brauchen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Das macht die Ampel alles selbst. Und ich frage mich aber mal wirklich, was geht denn jetzt in der Parteizentrale bei der SPD und bei den Grünen? Was geht da vor? Warum? Also das muss denen doch selber irgendwie.
Achtung, jetzt kommt wieder unser Lieblingswort, Bauchschmerzen verursachen. Ja. Das muss denen doch Bauchschmerzen verursachen, oder nicht? Ich meine, eigentlich ist doch alles, was die immer, oder vieles, was die im Moment machen, doch gegen die eigenen Überzeugungen. So zumindest nach der Außendarstellung. Ja, allein das Wort sozial ist ja in dem Wort SPD drin. Und da sehe ich nichts von. Also ich fand Lars Klingbeil ja toll bis zu dem Zeitpunkt, wo er meint, habe ich ja so Totalverweigerer. Und ich dachte so, Lars, sage ich schon. Verdammt. Hubertus, was läuft da schief? Was läuft? Ja, ich meine, über Hubertus Heil hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Ich weiß ja aus mehreren Quellen, die sagen mir immer alle, dass das ja eigentlich sei der Hubertus Heil ein ganz, ganz anständiger Mensch und der würde sich wirklich für soziale Themen einsetzen und so weiter. Er versteckt es nur gut. Ja. Das dachte ich, als dann dieses Ding mit den Totalsanktionen kam, dachte ich das auch. Ja, Hubertus, das hast du aber hier, jetzt hast du aber mal wieder so richtig schön dein soziales Gewissen versteckt, getarnt. Ja. Ich frage mich aber jetzt mal wirklich, irgendwelche Überlegungen müssen die ja haben in der SPD-Parteizentrale. Sind das strategische Überlegungen? Glaubt man wirklich, dass wenn man der AfD rechts entgegenkommt, dass man dann irgendwie da Wähler von denen abgreift? Oder was ist die Idee? Ich verstehe das nicht. Also, ich kann mir das, wir sehen ja gerade. Das ist die Strategie. Das ist die Strategie. Die Überlegung, ne? Das ist die Überlegung und wir wissen ja aber aus der Geschichte, dass das schon, dass das schief geht. Und das hat man nicht erst in den Baseballschlägerjahren, sag ich mal, in den 90er Jahren gesehen. Man kann auch bis in die Weimarer Republik zurückgehen und dann gucken, was da deutschnationale, liberale und konservative Parteien zum Teil gemacht haben. Und da ist es ja auch ganz spannend, sich die Wirtschaftspolitik der Zeit anzugucken als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise. Die haben nämlich eine krasse Austeritätspolitik gemacht. Die haben Infrastrukturprojekte eingestampft nach 1929. Die haben bei der Arbeitslosenhilfe gekürzt. Die haben Löhne eingefroren und so weiter und so fort. Das heißt, einen ganzen Haufen an autoritären Sparmaßnahmen gemacht. Und jetzt sagt man, ja, das hat ja damals schon nicht geklappt, dann probieren wir es halt nochmal. Vielleicht klappt es diesmal. Schön. Ach so, schön. Also Sie hatten damals sozusagen auch eine Schuldenbremse, ja? So. Genau. Kann sagen, also hieß damals nicht so, ne? Ja, ja, so bekloppte Ideen, das in die Weimarer Verfassung reinzuschreiben, sind sie meines Wissens nicht gekommen. Aber die gleichen Dummheiten haben sie auch damals gemacht. Und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, ne? Irgendwie die AfD, wollte ich schon sagen. Die NSDAP lag 1928 bei 3,4% und 4 Jahre später lag sie dann irgendwie bei 34-35%, ne? Hat ihre Werte verzehnfacht. Und bei der AfD sehen wir derzeit gerade, die steigen jetzt nicht in so rasanten Sprüngen, aber die haben ja hohe Werte, gerade im Osten, ne? Irgendwas um die 20% teilweise und so, ne? Das ist ja wirklich, das ist ja über 30. Erschreckend. Ja, also heftig. Und da muss man wirklich, also ich habe witzigerweise heute nachgeholt einen Podcast von meiner, hier von Auf ein Bier, das ist so ein Videospiel-Podcast. Und da haben sie über die Frage diskutiert, was darf Journalismus? Und kamen dann am Ende auch dahin, irgendwie kamen sie am Ende zur Demokratie, AfD und so weiter. Und da sagte dann auch der eine, der Jochen Gebauer, genau das, er sprach mir so aus der Seele. Er sagte genau das, was ich auch immer denke. Was muss denn jetzt noch passieren, damit man endlich mal begreift, dass die AfD eine Partei ist, die die Demokratie als solche abschaffen will? Ja, also ich meine, das sagen die teilweise offen. Ja, was muss denn da jetzt bitte noch passieren? Die werden vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und wir stehen da immer noch und unsere wehrhafte Demokratie, wie wir das immer so schön nennen, die steht da und die zeigt eigentlich im Moment nur, dass sie einstecken kann so ein bisschen, aber die teilt halt nicht aus. Ne? Also, die teilt aus, aber die Falschen. Ja, ja, genau, die teilt aus an Armutsbetroffene und Asylanten, ne? Genau, Asylbewerber. Ja, die Demokratie ist ja immer noch ein bisschen mehr als Parteiendemokratie oder nur die Parteien. Ja. Und da siehst du in der Zivilgesellschaft jetzt schon eine Bewegung. Ich habe mich jetzt gerade neulich mit meinem Nachbarn zum Frühstück getroffen
Und der war das erste Mal seit 32 Jahren wieder auf einer Demo, ne? Also ich meine, auch das musst du mal sehen, das bringt Leute vom Sofa hoch. Ja. Und deswegen, das muss man ganz klar würdigen bei allen Fragen, wie es weitergeht, wie du eine ja, demokratische Gegenoffensive hinbekommst und so weiter und so fort. Aber das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, wo wirklich was in Bewegung gerät. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben am Samstag die Demo Wir sind die Brandmauer in Berlin. Da wird auch jemand reden von Ich bin armutsbetroffen. Elke, die wirst du vielleicht kennen, Dave. Und ja, ich werde die da so ein bisschen auch da begleiten und ich bin sicher, das wird ein richtig fettes Ding werden da und ein fettes Statement werden. Und ich bin da sehr froh darüber, dass da halt nicht nur PolitikerInnen zu Wort kommen oder gar keine, ich weiß es nicht ganz genau, sondern dass wirklich dann Pflegekräfte zu Wort kommen, Leute von Ich bin armutsbetroffen, MigrantInnen zu Wort kommen und so weiter und so fort. Das heißt, die halt betroffen sind von der fatalen Politik. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist sowieso etwas, was fehlt. Das ist auch immer wieder unser Aufruf an die Öffentlich-Rechtlichen. An die privaten Medien richte ich schon gar keine Aufrufe mehr. An die Öffentlich-Rechtlichen. Dass, wenn sie da ihre Talkshows machen, es nicht so viel Sinn macht, wenn sie über Armut reden und da sitzt kein einziger armer Mensch. Ja, oder über Migration und da sitzt nicht ein Migrant. Ja, sondern immer nur diese Experten, die häufig gar keine sind. Jetzt sind wir von der Bezahlkarte hin bis zur AfD gekommen. Der Weg ist auch nicht so weit tatsächlich, wenn man sich das mal logisch überlegt. wollen wir noch was, haben wir noch was, irgendwas, was wir zur Bezahlkarte kommentieren, oder möchten wir zu unserem Hauptthema kommen, Nicole? Nee, wir können gern zum Hauptthema kommen. Ich reg mich auch sonst nur auf. Wirklich. Weil wir wollen heute mal was Positives besprechen. Ja, wir haben ja uns vorgenommen, ab und zu auch mal was Angenehmes zu besprechen. Und zumindest in meiner Wahrnehmung ist das sehr angenehm, dass die Linkspartei auch sehr schnell, nachdem, ich sag mal, die Causa Wagenknecht über die Bühne gebracht wurde, sich entschieden hat, eine Kampagne zu starten, die gesagt hat, so, jetzt versuchen wir mal, wir sprechen jetzt alle an. Ja, wir sprechen jetzt alle an, weil wir müssen jetzt, wir machen jetzt wieder das Ziel, das progressive Politik eigentlich haben sollte, nämlich wir wollen Politik für alle machen und nicht nur für einige wenige, wie das andere Parteien ja ganz gerne tun. Ja, Lorenz, und deswegen bist du heute hier. Wir möchten heute mit dir darüber sprechen. Jetzt mal eine ganz allgemeine offene Frage zum Anfang. Was hat euch dazu bewogen, das jetzt zu machen? Man Ja, hätte das ja auch, ne? also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte das schon viel früher passieren müssen. Allein um die Linke halt wieder aufzubauen, was jetzt gerade unser Job ist, die Linke wieder erkennbar zu machen. Dave, bist du eingefroren? Nee, nein, sorry, du hast dich nur nicht gehört. Ich Du habe hast mich dich nur nicht nur bewegt. andächtig zugehört. Sonst fragt Dave mich das immer. Ja, genau. Weil Nicole sitzt, also Nicole kann das wirklich perfekt. Ich glaube, eigentlich bist du so eine Straßenkünstlerin, die sich so, weißt du, die sich so eine Vielleicht ist eine Stunde Foto, ja. unbeweglich dahinsetzt. Nein, aber heute war ich das mal. Nein, ich bin nicht eingefroren, aber jetzt wollte ich dich mit meinem Pseudo-Eingefroren-Status auch gar nicht unterbrechen. Ja. Also eigentlich hätte man es viel früher machen sollen. Wir hatten 2017, 2018 eine Situation, wo eine Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion versucht hat, eine Partei auf die Beine zu stellen gegen ihre eigene Partei, das mit dem Aufstehen-Projekt. Das ist glücklicherweise damals gescheitert. Und da hätte man sehen müssen, was Phase ist. Eigentlich hätte man da schon intervenieren müssen. Und spätestens, glaube ich, vielleicht 2022 oder so, war es ja doch sehr deutlich absehbar, was abläuft. Ich bin aber sehr froh, dass es jetzt im letzten Jahr diesen Prozess gegeben hat. Also es ist ja nicht so gewesen, dass wir reagiert haben nur darauf, sondern wir haben ja gesehen, dass es da Planung gibt. Und vor allem, wir haben ja auch mit der Namensgeberin ihrer eigenen Partei, deren Name nicht genannt werden soll oder so, haben wir ja Gespräche geführt unter
im vertraulichen Rahmen immer wieder. Und sie hat sich halt geweigert, auf eine Parteigründung zu verzichten. Und dann musst du halt irgendwann als Partei dich schützen vor die Partei stellen, dich schützen vor die Mitglieder stellen, wenn du davon überzeugt bist, dass es diese Partei einfach braucht. Und das sind wir als Parteivorstand. Und deswegen haben wir eben schon im Sommer letzten Jahres ja den Beschluss gefasst, eine Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Das ist ein bisschen weitergehender Beschluss, ne? Aber das haben natürlich die Medien zitiert, so läuft das eben. Aber da haben wir eben gesagt, wir wollen die Partei strategisch auf neue Füße stellen. Wir wollen sie inhaltlich erneuern und wir wollen sie öffnen. Also das sind die drei zentralen Schritte. Und das war mit, entschuldige, das war mit ja. der Dame, deren Namen wir nicht nennen können, dürfen, was Na, auch ich immer. Ich habe sie ja jetzt doch genannt. Okay. Also Sarah war, Voldemort. Also diese Erneuerung war mit ihr nicht möglich. Es war sozusagen ein... Oh, da warst du eine. Da warst du eine Sekunde raus. Du sagtest, es war sozusagen ein und dann machte das Plopp und dann warst du weg. Jetzt ist aber wieder da. Naja, da hat sich jemand jetzt reingehackt oder sowas. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Verfassungsschutz oder sowas. Grüßen auch hier. Hallo. Also, viele der Probleme der Linken sind einfach hausgemacht. Ne? Man kann sagen, dass seit der Parteigründung in vielen Punkten eine inhaltliche Weiterentwicklung zu wenig vorangetrieben worden ist, dass Auseinandersetzungen halt liegen geblieben sind. Aber eben auch diese ganz zentrale Auseinandersetzung, wofür eben die Linke steht. Also steht sie für eine Abschottung, steht sie für eine Form des Standortnationalismus, würde ich sagen, oder nimmt sie das ernst mit, dass alle Menschen Brüder und Schwestern natürlich und so weiter auch werden. Er nimmt auch den Text der Internationale sozusagen ernst. Und das bedeutet sozusagen, du kannst nicht jemanden ausgrenzen und sagen, ja, aber die gehören jetzt nicht dazu. Oder Leute, die hierher kommen, haben kein Recht, hier zu sein und kein Recht auf Glück, solange dieser Staat eben andere Staaten ausbeutet. Das muss man ja ganz klar sagen. Der Reichtum in Deutschland basiert nicht nur an der auf der Ausbeutung der arbeitenden Klassen hier in Deutschland, sondern eben auch global gesehen. Also wären wir beim Thema Klimagerechtigkeit, mein Herzensthema. Ne? Ja. Klimapolitik kannst du nicht machen, ohne an globaler Ausbeutung etwas zu ändern. So, und das sind so die Punkte. Und dieser Streit ist nicht ausgetragen worden, sondern ist immer runtergebügelt worden. Und trotzdem hat es eben, genau, internationale Solidarität. Das ist eben der Kern. Und sonst bist du halt einfach nicht links. So, und so einfach ist das. Und in der Öffentlichkeit ist aber die Linke halt nicht mehr erkennbar gewesen. Das heißt, sind wir jetzt fürs Aus des Verbrennungsmotors oder sind wir es nicht? Sind wir für ein Tempolimit? Sind wir es nicht? Sind wir für Sanktionen bei Hartz IV oder sind wir nicht dafür? Sind wir für grenzenlose Solidarität oder sind wir es nicht? Und so weiter und so fort. Das kannst du durchdeklinieren. Und jeder Journalist, jede Journalistin konnte letztlich bei vielen Themen die eine Position finden und auf der anderen Seite die Gegenposition finden. Und das geht für eine linke Partei nicht. Eine linke Partei braucht ein klares, linkes, auch progressives Profil. Und da sind wir dabei, das klarzuziehen. Der Beschluss des Parteivorstandes vom Sommer letzten Jahres war dann ein wichtiger Schritt. Die Kampagne Eine Linke für alle begleitet das. Es ist ja eine Kampagne, die ist nicht vom Parteivorstand initiiert worden oder so, sondern kommt ursprünglich halt von Menschen aus der Partei, aber eben auch aus Menschen aus sozialen Bewegungen, Klimabewegung, Pflegestreikbewegung, Gewerkschaften sind dabei. Also wenn ihr auf die Homepage guckt, da sind ja Leute auch wie Ulrich Schneider, Andrea Ypsilanti und andere dabei, die halt nicht direkt Mitglied der Partei sind,
noch nicht, wie auch immer. Aber die ganz klar machen, warum es in dieser gesellschaftlichen Situation verdammt noch mal eine Linke braucht, die ihre Stimme erheben kann und die nicht irgendwie bei 4 oder 5% rumkrebst, sondern die wirklich die Gesellschaft verändert. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Wir haben jetzt eine massive Eintrittswelle und wir wollen eben auch unser Profil stärken und das stärker nach außen bringen. Ich glaube, dass es klappen kann. Und ich würde jeder ermutigen, jetzt in die Linke reinzugehen und mitzumachen, weil ich glaube, es war lange nicht der Zeitpunkt, so gut die Linke wirklich zu erneuern und auf solide Füße zu stellen. Ja, Ende meines Sermons dazu. Nein, sorry, ja. Ich wollte nur sagen, dafür bist du ja hier. Ja, also wir sind jetzt nicht hier, damit Nicole und ich die ganze Zeit reden. Ja, sondern wie ich das auch neulich in unserem D&D-Podcast zu einem Gast sagte, ja, immer wenn die Gäste viel zu sagen haben, dann ist alles gut. Dann ist alles richtig. Ja, so. Ja, dann bin ich ja beruhigt, okay. Ich kann die Bahn nur zuhören hier, ja. Ich habe hier mal die Website aufgemacht. Ich finde übrigens diese Website sehr angenehm gestaltet, also schon so farblich so und das geht alles smooth von der Hand beim Runterscrollen. Da kenne ich auch ganz andere Partei-Websites. Das ist aber ganz teilweise ganz furchtbar. Also da merkt man, dass da jemand am Start war, der wusste, was er tut. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut, man möge mich jetzt nicht steinigen, aber ich finde es ganz gut, dass ihr verzichtet habt auf Rot. Und dass das hier in diesem, was ist das, so blau-violett-Ton gehalten ist. Weil das ja auch immer so ein bisschen Irritation sorgt, ne? Die SPD ist rot, die Linke ist rot, ja, wenn du die Rechten fragst, sind es sowieso alles Kommunisten und Sozialisten, ja, das sind alles Kommunisten. Vor allem in der SPD auch gerade, ist egal. Ist das auch so eine Idee, dass man sich jetzt sozusagen auch bei der Farbsymbolik abheben möchte, oder ist das nur für diese Kampagne? Es ist nur für die Kampagne. Ihr kennt ja unser neues Logo, was ein bisschen frischer ist, wo der Keil ganz klar und deutlich endlich ins Rechte schlägt sozusagen und was sehr eindeutig und offensiv ist. Und die Kampagne sollte sich eben als eigenständige Kampagne davon abheben, weil es eben darum geht, wo ja gerade die Frage kommt, die Strukturen auch ein Stück weit aufzubrechen, die Partei zu öffnen und deutlich zu machen, hey, wir sind offen, wir wollen neue Leute reinholen. Und das hat ja seit Oktober ganz gut geklappt. Wir haben mehr als 3000 neue Mitglieder gewonnen. Wir haben alleine in der letzten Woche, von Montag bis Freitag, haben wir über 300 Mitglieder online dazu gewonnen. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist lange nicht mehr so leicht gewesen, Menschen zu überzeugen, sich zu organisieren und zu engagieren. Muss halt gemacht werden. Und das bedeutet aber auch, dass man Strukturen in Frage stellt und neue Formen findet über so einen Sitzungssozialismus hinaus. Also, dass du nicht neue Mitglieder reinschickst in eine Kreisvorstandssitzung, wo dann eine feste Tagesordnung erstmal ist, wo gesagt wird, das arbeiten wir jetzt ab. Wir wählen jetzt erstmal den Finanzer und so weiter und so fort. Genau, und die Mitgliedsbeiträge, selbstverständlich. Es muss eben auch sehr deutlich sein. Wir wollen, dass die viel beitragen können, die ein gutes Gehalt haben, auch gut bezahlen, weil wir nehmen eben keine Spenden von Großkonzernen, wir machen kein Sponsoring, auch nicht von Parteitagen, wie es andere Parteien oder alle anderen Parteien, SPD, Grüne, FDP, BSW ja mittlerweile auch und so weiter und so fort machen. Aber das bedeutet natürlich, wir sind auf unsere Mitgliedsbeiträge angewiesen, aber die wir eben auch erreichen wollen, denen wir eine Stimme geben wollen, mit denen wir gemeinsam in dieser Partei auch arbeiten wollen, wie Anni, die da eben geschrieben hat, die wollen wir eben auch in der Partei haben und die wollen wir auch dazu ermutigen. Und auch da sind wir sozusagen dran. Und was hier auch auf der Homepage noch war, wir wollen halt auch einen Solidarfonds
einrichten, um Menschen insgesamt konkret dann auch zu unterstützen aus Mandatsträgerbeiträgen. Das heißt, wir wollen halt linke Politik auch sehr konkret werden lassen. Ja, ich glaube, es ist auch gerade wirklich ein guter Zeitpunkt dafür, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen gerade politisch einfach heimatlos sind. Gerade ja. Menschen, für die linke Politik wirklich wichtig ist, für die alles, was bezüglich der Klimakatastrophe da auf dem Tableau liegt, die haben einfach keine politische Heimat, weil Grüne, SPD, das sind für mich nach der Politik, die sie gerade machen, gegen Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, Menschen im Bürgergeld, das ist für mich keine linke Politik, die da betrieben wird. Und ich hoffe wirklich auf eine linke Gegenwehr, also wirklich eine Gegenwehr, die Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, universell sieht, nicht nur für Deutsche, sondern für alle Menschen auf der Welt. Das ist das, was wichtig ist. Und da hoffe ich wirklich, dass da mal gegengehalten wird, weil ich finde es auch unerträglich. Das war die linkeste Regierung, die möglich war. Und was wir da bekommen, das ist wirklich gruselig. Und da kann man nicht nur der FDP die Schuld geben, nein, die damit 5% ist. SPD und Grüne, die machen es Moment. Ja, die machen es einfach mit. Und ich frage mich wirklich, wo in diesen beiden SPD sowie Grüne, gibt es überhaupt noch rote Linien? Ich sehe da keine. Nee. Da ist für mich alles überschritten, was überhaupt möglich ist. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und das macht auch mich Politik verdrossen. Ich bin wirklich höchst politisch interessiert. Aber ich fühle mich wirklich veräppelt von dieser Regierung, muss ich wirklich sagen. Ich finde das ganz schlimm. Auch wenn ich jetzt nicht persönlich von dem Bürgergeld betroffen bin. Aber ich lebe in einer Gesellschaft, in der Menschen davon betroffen werden. Und das betrifft auch mich, weil das eine Gesellschaft ist, in der ich lebe. Und ich möchte nicht, dass Menschen so drangsaliert werden. Niemand, ob ich den Menschen jetzt kenne oder nicht, niemand soll so drangsaliert werden als Totalverweigerer. Und jetzt bekommen die so eine Erhöhung. Das ist noch nicht mal Inflationsausgleich. Also ich finde das alles höchst furchtbar. Deswegen hoffe ich, dass es da wirklich eine Gegenbewegung gibt, die auch politisch was bewegen kann. Ich finde es super, wenn Menschen auf die Straße gehen, aber das muss auch, ich kann kein Gesetz verabschieden als Bürgerin. Ne? Ich brauche Menschen in der Politik, die das für mich tun und die fehlen mir gerade. Ja, aber dann nicht bei der Enttäuschung stehen bleiben, sondern selbst ins Handeln kommen, weil... Mhm. Wenn sich etwas bewegt, dann nur, wenn wir uns bewegen und wenn wir selbst ins Handeln kommen. Und das sieht man ja jetzt gerade sehr deutlich. Also die Leute, die gedacht haben, ja, da kommt irgendwie eine Ampel, eine Fortschrittskoalition, die regeln das. Das ist das gleiche Ding, das habe ich schon mal erlebt. Damals habe ich ein bisschen selbst erst dran geglaubt. Da war ich noch bei der Grünen Alternativen Jugend. Mit Rot-Grün, mit der SPD-Grünen-Koalition Ende der 90er Jahre, da habe ich auch gedacht, ja, Mehltau von Kohl ist weg und jetzt wird's was. Aber Pustekuchen, ne? Die SPD hat dafür gesorgt, dass die Gewerkschaften eingebunden waren, um die Hartz-Gesetze, um die Agenda-Politik zu machen. Die Grünen haben ihr Klientel eingebunden für eine Militarisierung, Deutschland wieder kriegstüchtig sozusagen zu machen. Das ist das, was wir damals erlebt haben und es ist im Prinzip die gleichen Muster. Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass ein guter Ansatzpunkt da besteht, dass ihr jetzt sagt, wir öffnen die Partei jetzt einfach für alle und wir gucken mal, was sich daraus quasi dann ergibt. Weil bisher hat man ja immer so ein bisschen die Hoffnung in die Jungen gesetzt. Jetzt haben wir hier aber auch einige junge PolitikerInnen der Grünen zum Beispiel besprochen. Wir haben zum Beispiel das Jung- und Naiv-Interview mit Nike Slavik besprochen und vor allem ihre Bauchschmerzen, die sie bei allem hatte. Ja. Und ich habe ja auch, wenn ich nicht armutsbetroffen wäre, hätte ich wahrscheinlich Soziologie studiert und habe dementsprechend ein Interesse. Und ich sehe da ja schon bei diesen jungen PolitikerInnen häufig dieses Milieuproblem, die eben aus einem gebildeten, relativ vermögenden Milieu kommen, dann gehen sie in so eine Partei, da treffen sie Leute, die aus den gleichen Milieus kommen. Ja, Ausnahmen gibt's auch, aber ne, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Und am Ende kommen sie mit einer ähnlichen Ideologie wie die Eltern da rein. Und das ist, darum ist es halt wichtig, dass Parteien sich auch immer wieder öffnen und sagen, so, wir wollen jetzt hier alle reinholen. Jetzt nicht nur die Töchter und Söhne von den Leuten, die das schon seit 30 Jahren machen, sondern auch andere Leute. Und darum finde ich das so wichtig und ich hoffe, dass das erfolgreich ist. Aber aktuell, die Zahlen sehen ja gut aus, hast du gesagt. Ja, die Zahlen sehen gut aus, aber natürlich muss man das dann auch öffentlich in Stimmung umsetzen, in WählerInnenstimmen und so weiter und so fort, weil es reicht ja nicht, dass wir viele, viele, viele tolle neue Mitglieder gewinnen, sondern du musst es dann auch in reale Effekte umsetzen, sozusagen. Ich will aber nochmal korrigieren. Eine Linke für alle heißt sozusagen für die übergroße Mehrheit der Gesellschaft, aber selbstverständlich heißt es, dass wir selbstverständlich ein Programm weiterhin haben, dass wir eine progressive Politik verfolgen, dass wir an internationaler Solidarität festhalten, dass niemand im Mittelmeer ertrinken soll, dass niemand armutsbetroffen sein soll. Und zwar nicht nur kein Kind, sondern überhaupt gar kein Mensch in unserer Gesellschaft. Also das bleibt bestehen. Ne? Eine Linke für alle heißt nicht eine Beliebigkeit, sondern es bedeutet eine Öffnung. Aber das Zentrale ist weiterhin das eine Linke. Ne? Ist das so ein bisschen an Jeremy Corbyn angelegt? For the many, not the few? Oha, du hast das entlarvt. Ja, ich meine, Jeremy Corbyn, da kann man in manchen Punkten inhaltlich kritisch sehen, aber so strategisch kann man viel von dem lernen. Deswegen halte ich das, gibt es schlechtere Vorbilder, glaube ich. Eine Zeit lang hat da ja eine ganze Menge geklappt, sozusagen. Ja. Und natürlich haben wir uns in der Vorbereitung unterschiedliche Kampagnen, auch beispielsweise der Babler, weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird, aus Österreich die Kampagne angeguckt und haben natürlich geguckt, was hat funktioniert und was kann man sozusagen auch mit in die Linke reinnehmen für so eine Kampagne Eine Linke für alle. Und ich kann nur so viel verraten, das ist nicht der Endpunkt jetzt gewesen, sondern das war erst der Start und es wird weitergehen. Wir haben ja das Ziel, sowohl unsere Landtagswahlen, Europawahlen, gut zu bestreiten, in Thüringen unseren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow auch zu verteidigen und dann 2025 eine Linke wieder in den Bundestag reinzubringen, weil diese Stimme einfach unverzichtbar ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Habt ihr denn Überlegungen schon, wie ihr das, ich meine, jede Partei, das ist jetzt nicht speziell kein spezielles Problem der Linkspartei, sondern jede Partei hat entwickelt irgendwann Strukturen, wo sich Leute festsetzen auf Posten, wo es dann schwierig ist, das wieder aufzubrechen und so weiter. Habt ihr da schon Überlegungen, wie ihr das aufbrechen wollt, dass dann vielleicht auch von denen, die jetzt nachrücken, Leute Chancen haben, ich sag mal jetzt ein bisschen salopp, mehr als nur Plakate zu kleben, in Anführungszeichen? Da empfehle ich auch nochmal diese Homepage sozusagen zu lesen. Da ist das ja angeteasert, beispielsweise eine Mandatszeitbegrenzung. Könnte ich mir vorstellen, man sagt 3 Legislaturperioden im Bundestag, das sind 12 Jahre und danach soll es einen Wechsel geben. Das wäre eine Möglichkeit, eine Erneuerungsquote auch für Parteiämter und ähnliche Sachen. Da gibt es eine Menge an Möglichkeiten, an denen wird jetzt gearbeitet, an denen arbeiten wir. Und neben der inhaltlichen Erneuerung ist diese strukturelle Öffnung, glaube ich, eine ganz zentrale Kiste, dass die vielen Leute, die jetzt zu uns kommen, sich auch willkommen fühlen und in die Strukturen halt auch reinkommen und ins Arbeiten reinkommen. Und das merke ich jetzt auch gerade, wir haben gerade eine Telefonaktion, rufen unsere Mitglieder an und das merke ich schon, auch in den Gesprächen, die Leute, die jetzt eintreten, wollen was tun. Die haben Bock, aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, ein richtig großes Fund, mit dem man dann auch wuchern kann. Sag du, Nicole. Ja, ich hoffe, gerade ist ja auch so eine Stimmung. Man sieht es ja in den ganzen Demonstrationen. Und ich hoffe, dass es nicht so eine Eintagsfliege ist, sondern dass es wirklich anhält und sich das auch in eine Verbesserung gießt am Ende. Das wäre natürlich das Optimalste.
Ja, also wir haben eben seit Jahren ein progressives schwarzes Loch sozusagen, wo die Leute dann nicht so richtig wissen sollen. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Dann sitzt du da in der Wahlkabine und bist dir wirklich nicht mehr sicher, was du ankreuzen sollst. Ja. Und er tatsächlich ist ich glaube, da ist wirklich eine Riesenchance versteckt. Ja, was heißt versteckt, eigentlich gut sichtbar. Aber jetzt muss ich mal ein bisschen, noch mal so ein bisschen kritisch nachfragen, weil das Ding kennen wir ja schon seit vielen Jahren. In jeder Talkshow, wann immer ein Vertreter oder eine Vertreterin der Linkspartei da sitzt, kommt so ein Markus Lanz oder irgendjemand anderes, der diese Rolle ausfüllt und sagt sowas wie, ja, sehen Sie, die Mieten steigen, die Löhne stagnieren, ja, eigentlich doch pures Gold für die Linkspartei. Warum verwandeln Sie das jetzt nicht? Ja, und das, also ist ja, das, ich will damit sagen, das ist halt alles nicht neu, dass da, ich sag mal, ein Feld brach liegt, das man beackern könnte. Was ist denn jetzt, also, was ist denn jetzt die Idee, dass man das jetzt ausgerechnet jetzt anders macht? Naja, die Idee, also So viel hat es schon gesagt, ne? der Anlass war sozusagen eine permanente Krise, die die Linke hatte. Ja. Also wenn ihr euch unser Video anguckt, da werdet ihr am Anfang auch sehr viel Selbstkritik sozusagen sehen, Ja, weil die das gucken Linke wir uns halt auch eine gleich ganz an. cool. Weil die Linke halt auch eine Menge verbockt hat. Das geht über erstarrte Strukturen, über zu geringe Beteiligungsmöglichkeiten bis eben zu dieser inhaltlichen Unklarheit an vielen Punkten. Und das sind die Punkte, die wir halt wirklich gerade ändern und wo wir optimistisch sind, dass wir das verändern können. Und ich würde einfach auch mal sagen, die Linke hat keine Zukunft, wenn sie das nicht gebacken kriegt. Die Linke wird nur eine Zukunft haben, wenn diese Erneuerung auch wirklich erfolgreich jetzt gemacht wird und die Linke wieder als klare linke kämpferische Partei erkennbar wird. Und da setzen wir auf unsere alten oder altgedienten Mitglieder und aber auch auf die vielen neuen Mitglieder, die auch einen frischen Wind reinbringen. Und versuchen natürlich auch bei mir hier im Norden sozusagen neue Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, wo Menschen sich einbringen können, aktiven Treffen und ähnliche Sachen, auch Stammtische, wo man sich gemeinsam trifft, ein Thema bespricht oder inhaltliche Runden, wo man auch ganz in Ruhe, ohne eine feste Tagesordnung, wirklich mal ein Thema aufarbeiten kann. Und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert. Und wir haben jetzt am Freitag den TVN-Streik, den Warnstreik von Verdi, gemeinsam mit Fridays for Future. Viele Mitglieder der Linken haben sich da eingebracht, haben sich da engagiert. Und überall bundesweit wird die Linke in Solidarität mit der Kampagne Wir fahren zusammen, die eben die Verbindung ist von gute Löhne, gute Arbeit und Klimagerechtigkeit, werden wir uns überall einbringen, werden wir uns solidarisch zeigen, werden an den Streikposten sein und ähnliches. Und das macht es sozusagen aus. Eine Linke, die sichtbar ist, die im Alltagsleben fühlbar ist, ist, glaube ich, was ganz Zentrales und die nicht nur in ihren Büros rumsitzt und irgendwelche Tagesordnungen abarbeitet. Wenn ich das mal so ein bisschen, das hatte ich tatsächlich auch hier, ich war ja ab und zu hier auch bei aktiven Treffen in Dortmund und da habe ich immer wieder auch gesagt, die AfD ist eine furchtbare Partei, aber die hat eine Sache strategisch richtig gemacht, gerade im Osten. Die standen immer bei den Leuten und haben immer versucht, sozusagen so zu suggerieren, wir hören euch zu. Wir sind für euch da. Und andere Parteien haben das irgendwann nicht mehr gemacht. Und das ist, glaube ich, ein Grund für den Erfolg der AfD. Und darum finde ich das sehr gut, wenn du jetzt gerade sagst, wir stehen damit, wir laufen damit, wir sind da mit den Streikposten zusammen, wir sind sichtbar und ansprechbar. Das finde ich sehr gut. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Haben wir auch direkt schon eine Idee? Oh! Ja, das eine tun, das andere nicht machen, das andere nicht lassen, nicht machen, nicht lassen, weil Plakate brauchst du halt schon. Also du musst deutlich machen, die Partei ist existiert, sie ist wählbar sozusagen.
Ah, ich muss die so zusammen rauskriegen. Warum habe ich mir es heute Aber das haben ich als wir als Politikbeobachter sozusagen stellen das immer wieder fest, dass Ja, ich habe von dir, jeder ich Politiker. Nein. Affirmation. Na, wir stellen das immer wieder fest, dass das ist, diese Füllwörter haben wir halt alle, ne? Das ist einfach normal. Und wir sind ja auch eine Also, ungezwungene Runde sozusagen. ja, sozusagen, richtig. Ja, aber zu der Frage, es gibt es ganz konkret. Es gibt ganz konkret Cafés, wo Menschen, die wenig Geld haben, Kaffee trinken können, ins Gespräch kommen können. Es gibt ein Projekt beispielsweise in Thüringen in Bad Salzungen. Das heißt, glaube ich, Kaffee der Herzen, wenn ich das richtig weiß. Da war ich auch schon. Das ist ein ganz tolles Projekt, kann man sich angucken. Ich glaube, dass man das ausweiten muss. Ich glaube, es reicht halt nicht, wenn du hier und da etwas hast. Ich glaube, du musst sowas schon auch systematisch machen. Und ich denke, die Linke ist gut beraten und wir sind gut beraten, wenn wir uns solche Projekte angucken, wo es halt gut funktioniert, wo die Linke halt im Alltag fühlbar ist. Ich glaube, das ist die ganz zentrale Frage. Und insofern war das eben der Kommentar genau richtig. Also Plakate machen wir weiterhin, ne? Keine Angst, muss halt sein. Auch zum Europawahlkampf gibt es eine, wie ich finde, ganz, ganz frische Kampagne. Ich kenne sie schon, ihr noch nicht. Und Herrschaftswissen. Und ich glaube, dass man halt beides braucht. Du brauchst die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum und die Standards als Partei. Aber die Linke muss überhaupt wieder fühlbar werden. Und wir als Mitglieder müssen das auch wieder mehr ausstrahlen, dass es halt auch Spaß macht, linke Politik zu machen und dieses Sauertöpfische sein zu lassen, was Linke halt manchmal auch haben oder was auch so ein Bild teilweise prägt. Ja, was es hier in Aachen gibt, ich wusste das gar nicht, ich habe das nur erfahren, weil ich zwischendurch immer mal auf Fraktionssitzungen war, dass du, wenn du einen Antrag auf Bürger, also damals noch Hartz IV, stellen musstest, dass du mit deinen ganzen Unterlagen in die Parteizentrale kommen konntest und da wurde dir geholfen, diese Anträge auszufüllen. Oder du wurdest auch begleitet, wenn du Angst hattest, hinzugehen, weil du vielleicht einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin hattest, mit der du nicht zurechtgekommen bist oder du einfach vor diesem Bürokratiemonster, was da vor dir ist, einfach Angst hattest. Und ich finde, sowas kann man ja auch mal ein bisschen öffentlicher machen, dass wenn ihr Hilfe braucht, wir sitzen hier und wir sind auch wirklich da, um euch zu helfen. Und ich fand das wirklich eine ganz tolle Sache, dass es dieses Angebot gab, weil es ist für viele Menschen einfach eine Hürde, diese Anträge zu verstehen. Das versteht ja wirklich kein Mensch, was da teilweise abgefragt wird, welche Unterlagen man. Und wenn man da wirklich weiß, man hat da PolitikerInnen, die sitzen nicht nur in ihren Büros, wie du sagtest, sondern die sind wirklich für diese Dinge, die für diese Menschen ja existenziell sind, weil sie sonst kein Geld kriegen. Sie sind der Ansprechpartner und sie sind da. Das finde ich auch eine ganz großartige Sache. Ich finde, möchte dazu nur eine Sache einwerfen, als jemand, der selbst derzeit Bürgergeld bezieht und auch immer wieder dadurch, dass ich halt mein Leben lang im Niedriglohnprekariat arbeiten musste, immer mal wieder zwischendurch arbeitslos war. Ich finde, also Begegnungsorte schaffen ist eine super Sache. Ne? Hast du ja gerade auch schon erklärt, dass ihr da dran seid. Das finde ich sehr gut. Das Problem bei sowas mit so Anträgen und so, also ich finde es gut, dass das angeboten wird, aber man darf nicht nur, sage ich mal, sowas anbieten, weil das ist immer selbst wenn es ein Hilfsangebot ist, immer ein asymmetrisches Verhältnis. Da kommt jemand als Bittsteller sozusagen und sagt, ich brauche hier Hilfe. Ja, also wichtig ist, dass da niedrigschwellige Angebote geschaffen werden, wo die Leute sich auf Augenhöhe begegnen können. Ne? Und das, wie gesagt, da hast du ja gerade erklärt, dass ihr da gerade dran seid. Das finde ich sehr gut. Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Nein, 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 nein. Ich will nur ganz kurz sagen, ich wollte das nur kurz einmal unterscheiden, weil das sind tatsächlich aus Sicht von Menschen, die betroffen sind, das sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Es ist eine Sache, wenn ich hier die Möglichkeit habe, meinetwegen Freitagabends zum Stammtisch zu gehen und ich weiß, da gibt's dann, keine Ahnung, zwei Bierchen für mich auch umsonst und so und ich kann mit den Leuten da einfach schnacken, so von Mensch zu Mensch. Das ist aber eine andere Sache, wenn ich mit meinen Unterlagen hingehen muss und sagen muss, so Leute, hier, ich brauche mal hier
könnt ihr bitte mal, ja, ich kann ja, da nicht ja, drüber ja. gucken. Ja. Da bin ich in einer Bittstellerposition und eben nicht auf Augenhöhe ab dem Moment. Nee, das auch, ist klar. Ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Deswegen sehr, sehr gut, dass ihr das sozusagen erkannt habt. Ich sage auch immer sozusagen, ja, so sind wir halt. Wollen wir mal ganz kurz, bevor ich das vergesse, einmal uns das Video angucken von der Website und dann können wir einmal darüber sprechen. Seid ihr einverstanden damit? Yes. Ja, ich habe nur ein Ja gehört. Ich klicke mal. Wenn ich jetzt Nein sage, dann lässt du es oder was? Wenn du jetzt Nein sagst, dann wirst du mir selbstverständlich begründen müssen, warum. Ja. Ja. In der Demokratie sind 2 gegen 1. Ach ja, Mehrheit, ne? Ach, Nicole, du hast ja recht. Ja. Nein, gut, wir schauen uns jetzt einmal das Video an. So. Ich höre keinen Ton. Ich auch nicht. Dave? Kein Ton? Moment, kein Ton? Kein Ton. Kein genau. Ton? Das ist ja jetzt doof. Da weiß ich jetzt gar nicht, woran das liegt. Moment, ich guck mal eben, ob ich das... Du kannst es auch auf YouTube machen. Auf YouTube steht es auch. Ich check mal eben, was passiert, wenn ich das auskopple. So, haben wir jetzt Ton? Das Video läuft nicht. Nee, jetzt haben wir weder Ton noch Bild. Sorry! Sorry, sorry, sorry. So, das ist, ich muss, warte mal, ich habe es jetzt ausgekoppelt, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier den Bildschirm teilen. Siehst du, was passiert, wenn man keine Zeit hat? Normalerweise lade ich die immer runter und dann kann ich die hier hochladen. Das funktioniert dann immer besser. So, und dann machen wir so. Aber ich meine, wo hat man sowas schon live? Ja, so, das muss man ja auch mal so sehen. Ja. Dave, der holt immer das Beste raus. Ja. Ist das das? Und wenn nicht, redet er es wenigstens schön. So ist es. So ist es. So, jetzt gucken wir noch mal. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir jetzt Ton haben. Nein. Nein. Scheiße. Ja, scheiße. Das ist doof jetzt. YouTube. Ja, weil bei mir läuft halt der Ton, ne? Ich glaube tatsächlich, das liegt daran. Das ist schön. Ich glaube, das liegt daran, dass ich hier den Bildschirm teilen muss. Und man hört ihn ganz leise über deine Kopfhörer. Ja, gut, das bringt uns ja nicht weiter. Aber ich meine, er ist ja irgendwo da. Aber ja, aber wenn Dave das ausreichend laut macht, dann platzt ihm der Kopf. Das wollen wir auch nicht. Nein. Nein. So, einen Moment. Hast du gesehen, Patrick hat geschrieben, Häkchen bei Audio mit übertragen setzen. Ah ja. Ah ja. So, wir gucken. Teilen. So, jetzt nochmal. Bildschirm teilen. Dann wollen wir mal hier. Das müssen wir darüber schieben. So. Website-Benachrichtigung stummschalten. Das wollen wir nicht. Ich fürchte, es wird heute nichts. Ich kriege diese Nachricht nicht rein. Verdammt. Ja, wie gesagt, normalerweise laden wir das runter. Habe ich heute nicht geschafft. Aber Leute, ihr seid ja alle groß. Ihr könnt euch ja selbst ein Bild machen. Das ist doch barrierefrei. Man kann doch lesen, oder? Nee, das ist doch doof. Ist das doof? Ja, ich finde tatsächlich, das Video ist handwerklich sehr gut gemacht. Ich glaube, der Ton ist da relevant. Ich hätte da nur einen Kritikpunkt. Ich finde, es ist so einen Tick von seiner Tonalität zu düster. Wir haben ja auch häufiger Max und Martha hier, die haben ja diesen Newsletter Progressive Perspektive und die argumentieren halt viel so aus Richtung Larkov und die sagen, man muss im Grunde als progressive Partei eben auch die eigenen progressiven Narrative setzen und das dann idealerweise halt auch positiv betont. Das wäre so die einzige Kritik, die ich daran hätte, dass da in Zukunft einfach die Ziele, die gesetzt sind, positiv kommuniziert werden. Ja? Aber ansonsten bin ich damit glücklich soweit bisher. Na, dann gucken wir mal aufs nächste Video.
Ja, ja, mich hat das auch abgeholt, mich hat das angesprochen. Ich fand das auch schön mit dem leeren Stuhl. Ne, hier ist Platz für die, also es mich ist einfach gemacht, aber es sagt ja was aus. Mir hat das wirklich gefallen. Ja, wie gesagt, also im Großen und Ganzen mir auch. Das ist so das Einzige, weil ich das immer aus dieser Max- und Martha-Perspektive auch sehe. Ich kann das, empfehle das übrigens sehr, progressive Perspektive, den Newsletter. Ich habe dir dazu, Lorenz, auch mal vor Ewigkeiten was geschickt. Da ging es um irgendeine andere Kampagne der Linkspartei. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Weil ich weiß, dass die Linkspartei manchmal so etwas, ich sag mal, intellektuell abgehobene Kampagnen hatte. Bei uns hier in Dortmund hängt im Büro zum Beispiel ein Plakat: Es gibt kein richtiges Leben in Flaschen. Und ja, ich finde das auch ein bisschen lustig. Das kenne ich gar nicht. Ist das was von der Partei, die Partei? Nein, ich finde das, es ist so eigentlich cool, aber ich sag mal ganz ehrlich, wie viele Menschen holst du wirklich mit so verballhorten Adorno-Zitaten ab? Ja, ne? Also mich jedenfalls. Mich auch. Ja, weil wir, ne, aber ich kann euch ehrlich sagen, wenn ich das meiner Mutter zeige, sagt die, was soll der Scheiß? Ja, so, also, ja, so, ja. Das ist halt, das ist halt häufig so ein Kommunikationsproblem. Das ist auch schwierig, alle gleichzeitig abzuholen irgendwie, ne? Ja, da muss schon, ich meine, allein durch die Formulierung von Zielen wird ja schon klar, dass so bestimmte Leute Interessen haben, wo das jetzt nicht ganz so übereinstimmt, ja. So, also wir kennen ja zum Beispiel meine Lieblingsfreunde, die ganzen Vulgärliberalen, ja, die einfach nur sagen, ich will alle Leute ausbeuten, ich will so viel Geld scheffeln wie möglich auf anderer Leute Kosten. Die werden sich da wahrscheinlich nicht so aufgehoben fühlen. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die werden sich von keinem Plakat der Linken in irgendeiner Art und Weise aufgehoben fühlen. Ja, aber da sind wir ja wieder, ne, da sind wir auch wieder auf dieser furchtbaren Diskursebene, wo sie dann schreiben, alles Sozialisten, alles Kommunisten. Die wollen wir auch nicht erreichen, ne? Also von daher. Nee, eben. Also ich war noch gerade eine Frage, ich würde dann gerne einmal rüber so ein bisschen in Richtung Außenpolitik, in Anführungszeichen. Das fand ich eine ganz gute Frage. Ne, wie ist denn das im Moment? Da gibt es ja manchmal immer noch so Kräfte, das habe ich ja auch erlebt, so Leute, die wirklich den Altkommunismus gerne hätten und so. Ist das noch stark vertreten bei euch oder ist das inzwischen eher abgeflaut? Oder vielleicht auch durch den Weggang von Wagenknecht nochmal weniger geworden? Also ich glaube tatsächlich, Dave, wenn du gleich mal auf deine Twitter-Nachrichten guckst, ich glaube tatsächlich, dass mit dem Weggang der Russia Today-Fraktion sich das ein bisschen geklärt hat. Das habe ich ja vorhin auch mit der Doppelmoral gesagt, ne? Eine Linke muss halt eindeutig und klar sein. Ja, genau. Also ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass spätestens jetzt mit dem Weggang von Wagenknecht, die hat ja auch Leute mitgenommen, dass das weniger geworden ist, ne? So, Nicole, hilf mir mal. Wobei. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich hatte gerade noch was im Kopf und das ist gerade weg. Jetzt musst du mal kurz einspringen. Über Außenpolitik gesprochen. Genau. Ach ja, genau. Der zweite Teil der Frage: Wie ist denn das mit diesem Verhältnis zu Russland? Weil da bin ich ganz ehrlich, das hat mich immer so ein bisschen gestört. So. Weil also einige Positionen in der Partei dazu haben mich gestört. Dazu gibt es klare Beschlusslagen. Dazu gab es einen klaren Beschluss auf dem Bundesparteitag 2022 in Erfurt. Ich glaube, der war in Erfurt. Ich weiß nicht ganz genau. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist ein autoritärer Staat, der keine linken Positionen verfechtet, weiß ich nicht genau. Das konnte man eigentlich auch schon ein bisschen länger sehen. Aber spätestens jetzt mit dem Ukraine-Krieg, ist es offensichtlich seit 2022, also da muss es der Letzte eigentlich begriffen haben. Und dementsprechend gehört das eben auch mit,
glaube ich, auch zu dieser Erneuerung dazu, dass eben Menschenrechte unteilbar sind, dass das Völkerrecht unteilbar ist und gleichermaßen zu gelten hat. Wobei ich ganz klar sagen würde, trotzdem, wir brauchen eine friedliche Perspektive. Wir brauchen eine Perspektive für die Verrechtlichung, Wiederverrechtlichung der internationalen Beziehungen. Und da hat gerade der Westen und die NATO eben auch eine Menge, Stichwort Irak, Afghanistan, Scherben zerstört. Glas zerschlagen, Scherben hinterlassen. Scherben zerschlagen, noch kleinere Scherben. Ja. So. Genau, und deswegen brauchen wir halt diese Verrechtlichung, weil sonst sieht die Zukunft echt scheiße düster aus. Und wenn man jetzt gerade auf die unterschiedlichsten Konflikte guckt, dann sieht man da gerade nicht viel Sonnenschein. Also ich sag mal, Stichwort Gaza, Israel, Palästina, Ukraine-Krieg geht weiter und wir haben diverse internationale Konflikte. Also es sind ja nur die, die gerade irgendwie im Fokus sind. Aber es gibt eine ganze Menge anderer Konflikte. Und hinzu kommt natürlich all das, ne? Klimakatastrophe ist vorhin schon gefallen. Die sozialen Verwerfungen, Hunger, Armut. Also gibt eine Menge an Baustellen, wo man um das gute Leben für alle noch ein bisschen wird kämpfen müssen. Das kommt nicht von alleine. Ne? Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun, um nochmal die Internationale zu zitieren. So ist es. So ist es. Jetzt kam noch eine Frage, dann würde ich aber das Thema Außenpolitik auch gerne abhaken, nochmal zu den Waffenlieferungen Ukraine. Habt ihr da eine klare Position oder wird das noch parteiintern diskutiert oder wie sieht das aus? Das ist weiterhin die Beschlusslage, dass wir die Waffenlieferung Deutschland an die Ukraine ablehnen. Das ist geltende Beschlusslage. Ich selbst bin auch Pazifist und lasse mich da auch nicht als Lumpenpazifist oder sonst irgendetwas beschimpfen, sondern ich halte an Verantwortungsethik, nennt man das. Es gibt so einen gesinnungsethischen Pazifismus, das ist der, du musst die andere Wange hinhalten sozusagen. Bei Befragung des Kriegsdienstverweigerers gab es das ja. Und es gibt den verantwortungsethischen Pazifismus. Und ich glaube, dass dieser Konflikt nicht darüber gelöst werden wird, über diese Waffenlieferung. Und ich bleib dabei, es braucht eine Friedenspartei im Deutschen Bundestag, die das auch vertritt weiterhin und die auch diese Teile der Bevölkerung sozusagen mitnimmt. Jetzt habe ich das sozusagen schon wieder drin gehabt. Ich sehe das zwar so ein Ticken anders mit den Waffenlieferungen, aber ich bin generell der Meinung, dass dass ich da nicht den Kelch der Weisheit vor mir hertrage. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Du bist nicht der Einzige in unserer Partei, der das anders sieht. Dafür sind wir plurale Partei, die auch Debatten darüber führt. Und ich glaube, das ganz Zentrale ist, du darfst keine Gewissheiten als unumstößlich stellen, sondern du musst deine Position immer wieder neu bedenken, immer wieder neu zur Debatte stellen, zur Diskussion stellen und neu begründen. Das ist das ganz Zentrale. Deswegen brauchen wir auch diese Debatten. Genau, und das ist halt, mich stört an dieser Diskussion gesellschaftlich, was mich an vielen Diskussionen im Moment so sehr stört, dass immer andere Haltungen nicht ausgehalten werden können von Leuten. Also ich kann halt hier, ich kann bei dieser Frage beide Standpunkte nachvollziehen. Und ich tendiere vielleicht ein bisschen mehr zu dem einen, aber das siehst du jetzt auch gerade mit dem Israel-Konflikt und so weiter da unten in Gaza. Also entscheide dich genau für diesen einen Standpunkt und du darfst bloß nicht eine Sekunde daran zweifeln. Ja, das ist so der gesellschaftliche Tonalität. Und das sehe ich halt komplett anders. Gerade bei so komplexen Angelegenheiten ist es sehr, sehr schwierig, für einen Standpunkt zu entscheiden und von dem auch nicht mehr abzuweichen. Ja, so sehe ich dann halt eher wie du. Das muss halt ausdiskutiert werden. Und Du siehst auch da unten.
Ich bin da auch so indifferent und ich halte diesen indifferenten Zustand auch seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine von Seiten Russlands aus, dass ich da einfach für mich auch keine Antwort habe, weil ich eigentlich auch Pazifistin bin. Ich möchte aber auch nicht, dass ein Land ein anderes einfach überfällt und sich das Land nicht wehren kann. Und ich habe für mich keine Antwort gefunden und lebe damit, dass ich diese Antwort einfach nicht habe. Das ist für mich auch total schwer auszuhalten, aber ich akzeptiere einfach, dass ich für mich jetzt erstmal darauf keine Antwort gefunden habe, weil das einfach, da prallen zwei Dinge in mir aufeinander und ich habe da keine Lösung für. Es ist einfach, es ist so. Darf ich mal kurz, wir haben ja nicht mehr ganz so viel Zeit, darf ich mal kurz eine kleine Anregung machen, basierend auf einer Frage, die Patrick gestellt hat? Weil Patrick fragt, was sind die Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise? Aber anstatt, dass du dir das jetzt hier beantwortest, hättest du, Patrick, ich mache jetzt mal einfach was für euer Format, ja? So, hättest du Lust, mal bei Patrick und dem Jens bei unserem Klimaformat 2045 dabei zu sein und da mit ihm darüber zu sprechen, was die Linkspartei in Richtung Klimakatastrophe machen will? Ja, warum nicht? Klar. Natürlich. Ja, also nur so kann ganz lose. Ich würde gerne auch mal ansprechen. Ich kann einfach nur sagen, dass wir da erstaunlicherweise und erschreckenderweise das beste Programm der Parteien zur Klimapolitik haben, dass ich weiterhin auch ein bisschen stolz bin auf diesen Aktionsplan Klimagerechtigkeit, den die Bundestagsfraktion sich ja gegeben hat in der letzten Legislaturperiode. Da ist wirklich sehr dezidiert aufgezeigt, kannst du ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, wo du es hinstellen kannst, sehr dezidiert aufgezeigt, wie es sozusagen gehen kann. Einige Sachen müsste man heutzutage überarbeiten. Ne? Klar, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Aber es wäre sozusagen möglich. Es scheitert nicht an den technischen Lösungen, sondern es scheitert am politischen Willen und es scheitert an den Machtverhältnissen. Ja. Ganz schlicht und ergreifend. Und auch für fast alles, was du machen müsstest, gibt es gute Best-Practice-Beispiele in anderen Staaten beispielsweise. Mhm. Also ThyssenKrupp baut eine Großwärmepumpe für Esbjerg in Dänemark, um 100.000 Haushalte auf einen Schlag fossilfrei zu bekommen. Es geht. Ja. Ja, ich weiß eben. Also es geht eine ganze Menge. Es geht ja sogar was, also wir haben ja sogar in Teilen der Industrie schon, also sogar da hat man erkannt, okay, wir müssen hier unser Angebot sozusagen anpassen, damit wir in Zukunft da noch funktionieren können. Ne? Wenn du schon sagst, ThyssenKrupp baut da eine Wärmepumpe, ja, so, also da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Beharrungskräfte in der Politik größer sind als in der Wirtschaft teilweise. Ja? Ja, die Wirtschaft, die fragt ja auch, können wir hier mal bitte Regeln haben, damit wir uns auf was einstellen können? Ja. Weil du fängst ja nicht an, irgendwelche Richtungen zu forschen. Du willst ja wissen, okay, ab dann gilt das, da geht das nicht mehr. Wir müssen bis dahin eine Lösung für dieses Problem finden. Und dann, ne? Ja? Sag ruhig, alles gut. Ist so und so. Also es gibt nicht die Wirtschaft, genau, ja, wie es natürlich die Politik gibt. Und es gibt da auch die diversen Interessen. Also ich kann einfach nur ganz kurz andeuten, hatte es irgendwo auch mal einen Artikel zugeschrieben, dass diese Kampagne gegen das Heizungsgesetz sehr mit einer Studie eines Wissenschaftlers im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu tun hat, die von hanebüchenen Voraussetzungen ausgeht. Der hat meines Wissens auch für Philipp Rösler das für die Solarförderungskürzung begründet. Das müsste der gleiche gewesen sein. Und das ist ein bisschen so die Problematik da. Also es gibt ganz handfeste Interessen, einen regelbasierten Klimaschutz zu zerschießen. Und die Bundesregierung macht gerade beispielsweise mit dem Schleifen des Klimaschutzgesetzes genau so etwas und macht gleichzeitig eine Erhöhung des CO2-Preises, die deshalb so fatal ist, weil du damit Vertrauen in Klimaschutz zerstörst, wenn du nicht gleichzeitig ein Klimageld auflegst. Also auch das haben sie versprochen, gibt es nicht. Stattdessen wird das nochmal reingebuttert in die energieintensive Industrie. Ja eben, genau.
Aber es läuft halt nicht und es kommt halt nicht. Das ist das Problem. Und es sind Machtverhältnisse, das muss man ganz einfach sagen. Es sind Machtverhältnisse und ökonomische Interessen, so einfach ist das. Ja, so ist es. Wir haben jetzt 10 nach. Du hattest mir gerade noch mal schnell Bescheid gesagt, dass du doch einen Tick früher gehen musst. Deswegen, Ja, mein Hund muss raus. das ist super wichtig. Darüber macht man auch keine Witze, ja. So, deswegen gebe Ey, ich dir das jetzt ist noch. kein Witz. Nein, nein. Ich meinte, weil wir so gelacht haben. Nein, darüber lacht man nicht. Das ist wichtig. Ja, der Hundi Ich muss habe mich für raus. den Hund gefreut, wenn er gleich rauskam. Das war freudiges Lachen. So muss das sein. Ich gebe dir jetzt, Lorenz, hast du noch mal was zu sagen? Eine Ankündigung zu machen? Irgendwie, wo du sagst, so, das müssen die Leute jetzt wissen. Geht auf die Demos in euren Orten, redet mit den Leuten, diskutiert, tretet in die Linke ein, weil jetzt ist die beste Zeit, um in die Linke einzutreten. Nee, unterstützt die BusfahrerInnen und die Klimabewegung bei der Initiative Wir fahren zusammen. Freitag ist Warnstreik, geht zu den Streikposten, bringt eine Thermoskanne vorbei, redet da, macht eure Solidarität kenntlich und deutlich und engagiert euch, bringt euch ein. Aber es wird sich nichts von selbst bewegen, sondern es wird sich nur etwas bewegen, wenn wir das bewegen. Sehr gut. Das unterstreiche ich so. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst. Und ich schreibe dich dann noch mal an wegen dieser Geschichte mit 2045. Ne? Schreibe ich dir noch mal bei Twitter, das fälschlicherweise von manchen X genannt wird. Richtig. ja, dann Nicole, hast du noch was Wichtiges zu sagen? Machen wir jetzt komplett Ende. Ich würde sagen, wir beide machen gleich noch unseren Liebling des Monats Ja, schnell. den, genau, den habe ich nämlich noch in meiner Hosentasche. Den Der hast du müsste noch hier raus. da. Lorenz, da würde ich dich jetzt einfach an dieser Stelle entlassen, sozusagen. Ja. Und Vielen herzlichen Dank für dieses sehr angenehme Gespräch mit euch. Hat Spaß gemacht. Uns das auch, Lorenz. uns auch, das geben wir zurück. Und ja, ich ne, schreib dir dann. Bis denne. Wunderbar. Mach's gut. Ciao. Einen schönen Abend. Tschüss. Ja, du auch. Ciao. Ah, so, Nicole. Ja, ich habe einen Liebling des Monats, aber diesmal einen echten. Also jetzt nicht einen sarkastischen Liebling, sondern ich habe einen richtig echten Liebling. Oh, warte, warte, warte. Da müssen wir aber erst Harald bemühen. Jawohl, Zu einem Harald. unverfänglichen Thema, da kann nun wirklich nichts schief gehen. Unsere Wahl zum Liebling des Monats, meine Damen und Herren. Zum Liebling des Monats. Die Kandidaten für den Liebling des Monats. Und wir brauchen einen neuen Liebling des Monats. So, Hast Nicole. du auch einen Liebling, Dave? Ich musste mich heute sehr spontan entscheiden. Ich mache das jetzt ganz kurz, weil, also, ich weiß, ich glaube, er war schon mal Liebling, aber wir haben ja keine Regel, die das verhindert. Ein Nee. wiederkehrender Liebling des Monats wäre dann heute für mich Christian Lindner, der lautstark eine Nullrunde fürs Bürgergeld gefordert hat. Ja? Ja, Du also, bist echt nichts zu blöd, ne? dem ist nichts zu blöd. Das ist wirklich, also das Ding ist halt, der weiß es natürlich besser, weil der weiß, wie diese Kommission funktioniert, die da die Sätze beim Bürgergeld festlegt, nach welchen Mechanismen das funktioniert, dass es da Inflationsausgleiche gibt und dass Preiserhöhungen mit eingerechnet werden und so weiter. Also, dass das Bürgergeld nicht, wie man immer meint, so nach Bauchgefühl, so, ach, wir machen jetzt hier mal 30 Euro drauf, so, ja, sondern dass das nach einer Berechnungsgrundlage funktioniert. Das weiß der alles. Niemand kann mir erzählen, dass Christian Lindner das nicht weiß. Und dann stellt er sich hin und macht sowas. Ja, Dankeschön, Christian. Also mein Kandidat Der CL, Populist Christian Lindner. wie er sich immer bei Twitter nennt, ja. CL. CL, MCCL, ja. Ja, Nicole, aber du hast gesagt, du hast einen richtigen Liebling, also so einen Ja, positiven. ja.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich sehe das, ich sehe es deinem Gesicht an. Mein Liebling des Monats ist Klaus Wieselski. Oh, ja. Nichts, ne? Weißt du was? Aber so als wirklich, also dieses Mal, das müssen wir dann auch betonen, das ist der unironische Liebling des Monats. Ja, total. Ja? Das ist so ein Krafttier. Der ist unglaublich, wie der kämpft und wie er sich jedes Mal den immer beschissen werdenden Fragen von Moderatoren und Moderatorinnen stellt. Der ist echt wie so ein Fels in der Brandung. Der steht da und steht da und steht da. Also ja. Allerhöchste Hochachtung und Respekt für diesen Mann, wirklich. Ja, und ich sage es immer wieder, und werde dann immer komisch angeguckt von Leuten, ich sage immer wieder, so jede Branche braucht einen Wieselski. Ja, total, ja. Total. Also stell mir vor, Lisa Paus hätte sich mal von ihm coachen lassen, bevor es in irgendeine Kindergrundsicherungsdiskussion geht. Lisa, hast du es gehört? Guck dir den Klaus an, Lisa. Wie Klaus das? Sei wie Klaus, Lisa. Sei wie, ja, ehrlich. Nee, pass auf, ich ziehe Christian Lindner dann zurück. Christian wird seine Chance noch bekommen. Garantiert. Also haben wir jetzt einfach einen Liebling. Ich würde sagen, Klaus Wieselski, der unironische Liebling des Monats. Wirklich. Das muss man so betonen. Ja, Klaus Wieselski ist der wahre Liebling des Monats. Der Liebling der Herzen sozusagen. Total. Ja. Und das ist tatsächlich ein bisschen ironisch, der Liebling der Progressiven, obwohl er CDU-Mitglied ist. Ja. Und was er für einen Gegenwind bekommt, weil er steht doch für dieses Leistung muss sich lohnen, dafür steht er da. Nein, das hast du nicht verstanden. Leistung muss sich nur lohnen für die oberen 10%. Alle anderen müssen für diese oberen 10% leisten, damit die oberen 10% noch mehr leisten können. Ach so, so ist das. Verstanden. Ja, wir sind ja auch ein bisschen dumm hier. Das ist ja auch, wir sind ja auch. Dafür sind wir bekannt. Und vor allem muss ich ganz, ganz wichtig. Geil, mein Cousin ruft mich an. Marcel, du weißt doch, dass ich jetzt hier sende. Ja, so. Geh doch mal ran. Warte mal. Marcel, du bist live in Sozialklimbim. Hallo Marcel. Alles gut, Marcel. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Sozialklimbim. Ja, danke schön. Wir wählen gerade den Liebling des Monats. Dann sage ich mal bis denn, ne? Ciao. Ja, dann ruhig mal zu. Bis dann. Ciao. Ach so. Also gar nicht abstimmen. Nein, wir müssen nicht abstimmen. Ciao. Es ist. Oh, warte mal ganz kurz. Patrick, kannst du den verlinken mal? Den habe ich nicht gelesen. Das würde mich mal interessieren. Weil Ulrike Herrmann ist ja auch so eine Person, die ich eigentlich sehr, sehr schätze, aber manchmal verstolpert sie sich so komisch. Mhm. Ja, so. Ja, das stimmt. Da ist manchmal auch, dass sie war ja auch nicht unbedingt fürs 9-Euro-Ticket, weil da jetzt jeder so durch die Gegend fahren könnte und die guten Dinge müssen ja was kosten. Da dachte ich auch so, Ulrike. Mein Gott, vor allem die Leute kamen gerade aus einer Pandemie. Jetzt lass die doch einfach für 9 Euro überall hinfahren. Das ist doch auch, das ist doch Lebensfreude. Mein Gott. Das ist nicht nur Lebensfreude, das bringt ja auch auf anderen Ebenen. Also man kann das ja auch ganz nüchtern sehen. Wenn Leute relativ gut überall hinfahren können, wird Binnenwirtschaft angekurbelt. Ne? Die Leute können irgendwo anders ihr Geld ausgeben und so weiter. Die Leute können leichter woanders arbeiten. Ja, einfach mal lassen wir mal die kapitalistischen Dinge. Ja. Dave. Es macht doch einfach glücklich. Es hilft eben, also auch die Stimmung in der Gesellschaft, die eh schon so furchtbar ist im Moment. Ja, wenn die Leute einfach mal, weißt du, so ein Ding gerade, wenn du arm bist, ist halt, du kommst ja nie raus aus deinen vier Wänden. Und im Moment ist es bei mir ja auch so, ich merke es halt auch, ich sitze größtenteils zu Hause, wenn ich nicht in der Umschulung bin. Ja, ich habe noch das Glück, dass ich viele soziale Kontakte habe und viel auch online machen kann und ich habe meine Familie und so, aber das Glück haben andere Menschen halt nicht. So, und was machen die? Die sitzen dann zu Hause und gucken Fernsehen oder was den ganzen Tag. Ich meine, das kann ja nur depressiv machen. Mhm. Also, das ist eben genau das, ja, also Ticket, günstiges Ticket, die Leute sollen die Möglichkeit haben, rauszufahren. Und weißt du, wenn du da mit einem 9-Euro-Ticket, keine Ahnung, zum Beispiel in die schöne Stadt Aachen fahren kannst und dir einfach mal den Dom da angucken kannst, ja, so,
Ja, Aachen ist übrigens wirklich eine schöne Stadt. Will ich nochmal kurz. Hallo? Ich bin verrückt, dass ich in der Stadt wohne, wo Leute mit Touristenbussen hinkommen. Das ist total irre. Wo ich denke, hä, hier ist doch nichts Besonderes. Aber okay. Ja, genau. Ne? Also, dass die Leute genau einfach mal rumfahren können und etwas von ihrem Leben haben. So, und da hast du völlig recht. Ich neige auch immer dazu, in diese ökonomische Logik reinzugehen. Ja, ja, ich weiß, deswegen kein Vorwurf, aber ne, einfach mal, es macht die Leute glücklich. Und wenn sie da kein Geld ausgeben, weil sie sich Brote geschmiert haben zu Hause, es macht die Leute einfach glücklich, für 9 Euro durch die Gegend zu fahren. Und das hat doch auch einen Wert. Ne? So ist es, so ist es. So sehe ich das auch. Was machen wir denn jetzt mit der Überschrift? Die war ein ganzes Land in Geiselhaft. Alter, ja. Aber nicht vom Vorstand der Deutschen Bahn, ne? Warte mal, ich google das. Ja, ja, also ich überfliege das mal schnell. Das interessiert mich jetzt. Wir haben ja noch einen Moment Zeit, da können wir mal eben reingucken. Ja, ja. Klar. Etwas früher fertig, als wir dachten. Anni hat gerade schon richtig gesagt, ja, also in dem Fall sind wir ein bisschen zu kurz unterwegs gewesen. Aber so war das halt. Wenn der Gast halt nur so und so viel Zeit hat, dann geht das halt nicht anders, ne? Guck mal, ein Streik des Lokführerchefs, also ist auch geil. Sie formuliert das schon geil. Der Streik des Lokführerchefs Klaus Weselski, als wäre er in der Gewerkschaft allein. So, sein Hobby. Ist falsch. Ja. Seine Lohnforderungen sind nur in seiner Fantasie durchsetzbar, nicht in der echten Welt. What the fuck? Ulrike! Ach Gott, mein Wirtschaftstag etwa 100 Millionen Euro kosten. Tendenz. Warte mal ganz kurz, präsentieren, Bildschirm teilen, dann könnt ihr mitlesen. So, wir machen jetzt hier mal so richtig schön Taz-Piraterie, ja? Mir ist zu böse. Hier, so, ja? Der Bahnstreikwirtschaft pro Jahr etwa 100 Millionen Euro kosten. Tendenz steigend. Das ist aber sehr klein, ich kann das nicht lesen. Warte, das können wir lösen. So. Ja, wofür gibt es Steuerung? Übrigens, an alle, die es nicht wissen, Steuerung und Mausrad drehen. Ja, dann macht ihr größer oder kleiner. Ja, so. Ach, ich guck immer das Plus, aber okay. Was? Bei mir? Ach, guck mal! Darum geht's! Hier! Bei mir hat dieser Streik schon jetzt einen Verlust von 290 Euro verursacht, den mir niemand ersetzt. Und wer weiß, was noch kommt. Ah, dann ist das wie so ein Tagebucheintrag, aber nur ein öffentlicher, was mich heute geärgert hat. Also ich meine, so sind diese Zeitungskommentare ja inzwischen oft, ne? Liebes Tagebuch, heute hat der Klaus Weselski gestreikt. Deswegen hat der Klaus Weselski mir 290 Euro gestohlen. Der hat mir das Portemonnaie geklaut, der Klaus, ja? Alter, sehr seltsam ist bereits, dass Lokführerchef Klaus Weselski gar nicht ernst verhandelt hat, bevor er seinen 6-tägigen Streik ausgerufen hat. Sehr seltsam ist, dass die Bahn, liebe Ulrike, kein vernünftiges Angebot vorgelegt hat. Alter, was verhandlungsfähig ist, hat nicht Ulrike zu entscheiden, sondern die Menschen, die für das Geld arbeiten müssen. Dieser Vorwurf ist recht eigenartig angesichts der Tatsache, dass die Lokführer erst recht nichts vorlegen, worüber man verhandeln könnte. Ihre Forderungen sind völlig übertrieben, sagt die wirklich überbezahlte Taz-Kolumnistin. Ja, möchte ich auch mal, also wenn wir schon auf dieser Ebene sind, liebe Ulrike, dann machen wir das auch auf dieser Ebene, ja. Soll ich jetzt erwähnen, dass sie eigentlich ausgebildete Bankkauffrau ist? Also, sorry, nee, eigentlich will ich nicht auf dieses Niveau, aber trotzdem ehrlich, das ist ja wirklich furchtbar. Dann kassierten die oberen Lohngruppen ein Plus von mehr als 20% und bei den unteren Lohngruppen wären es sogar 30% und zwar ohne die einmalige Inflationsprämie. Ja, also 20% plus. Nachdem wir, liebe Ulrike, an den Zahlen nicht. Ulrike, die Zahlen her? Ich habe keine Ahnung, aber selbst ist es mir auch egal, weil, Ulrike, wir haben in Deutschland seit der Agenda 2010, seit 20 Jahren, das weißt du eigentlich besser als ich, eine Lohnstagnation. Und ja, die Bahn, die Lokführer waren immer etwas, die hatten immer etwas, dadurch, dass sie ihren Hebel häufiger genutzt haben, sind sie etwas besser gestellt als viele andere. Aber immer noch nicht gut. Also, eigentlich können die Forderungen derzeit in allen Lohnarbeitsbereichen gar nicht hoch genug sein. Also, wirklich.
Ja, Weselski will erpressen, genau dieses Signal, sechstägiger Streik, Deutschland, boah, das klingt wirklich, als hätte das Carsten Lindemann geschrieben oder so, ja. Ganz Deutschland soll so lange leiden, bis er seinen Willen bekommt. Ich sehe dabei Carsten Lindemann in seiner MPC-Bewegung, ja. Oh, Patrick, warum gibst du uns so einen Artikel? Das war so schön eben. Mit Klaus und jetzt. Forderungen ökonomisch, das ist jetzt der interessante Teil. Forderungen ökonomisch nicht zu stemmen. Die Verträge mit den privaten Bahnen sind also uninteressant. Entscheidend ist, ob es die Bahn ökonomisch stemmen kann, die Stundenzahl aller Schichtarbeiter auf 35 zu senken. Denn klar ist, wenn die Lokführer jetzt eine substanzielle Zeitverkürzung herausholen, dann wird die EVG das Gleiche bei der nächsten Tarifrunde in 19 Monaten verlangen. Damit die Dimensionen klar sind, die Zeitverkürzung würde einem zusätzlichen Lohnplus von 9,1% entsprechen. Bei der Bahn arbeiten etwa 100.000 Angestellte im Schichtbetrieb, das sind die Hälfte aller Angestellten. Wenn sie nun alle nur noch 35 Wochenstunden zum Dienst kommen müssten, wäre die Bahn nicht nur finanziell überfordert, sondern, nee, also da behauptet sie jetzt was. Der erste Teil ist rechnerisch, kann ich irgendwie, also da erzählt sie halt so, aber die Schlussfolgerung daraus ist jetzt eine Behauptung. Da hat sie doch gar keine Zahl für. Wie hoch waren die Boni, die sich ausgezahlt haben? Eben, ja. Also, wir brauchen jetzt hier, nee, sorry, also Ulrike, ich schätze häufig dich sehr, was du so sagst, aber das ist Bullshit und ich behaupte, du machst das hier gerade, weil du 290 Euro verloren hast. Also, nee, ehrlich, liebe Leute, was hält denn der Chat davon? Nee, aber ich glaube tatsächlich, also jetzt mal, das ist dieses typische, auch bei Progressiven, diese progressive, gebildete Mittelschicht, die dann auch plötzlich getroffen wird, wenn ihre eigenen Interessen bedroht sind. Ja, und dann kommt sowas zustande. Aber wieso verliert sie denn Geld? Also man kriegt sein Geld doch wieder, oder nicht? Ich vermute mal, die wird ja wahrscheinlich, also das ist jetzt nur Theorie, aber ich vermute mal, die wird als Journalistin irgendwie selbstständig sein oder so teilselbstständig oder so und wird da irgendwie nicht von A nach B gekommen sein. Ach so, dann war das eine Gage, die entfallen ist und nicht ein Ticketpreis, der... Okay. Also keine Ahnung, sie geht darauf ja nicht näher ein. Also wirklich, nee, also ich bin entsetzt. Ja, aber eigentlich bin ich gar nicht so entsetzt, weil Ulrike Herrmann hat immer mal wieder solche Momente. Ja, aber nicht so einen, der ist ja wirklich krass, ein ganzes Land in Geiselhaft. Also da hätte ich eher gedacht, das schreibt jemand Progressives und meint damit die Deutsche Bahn, dass die Deutsche Bahn ein Land in Geiselhaft nimmt, ja. Weil die einfach nicht vernünftige Löhne zahlen und nicht der Mensch, der dafür kämpft, dass die arbeitende Bevölkerung dort einfach einen Lohn hat, von dem sie vernünftig leben kann. Was ist denn da schiefgelaufen, Ulrike? Das ist ja furchtbar. Also, das Ding ist, Ulrike Herrmann hatte auch vor einiger Zeit so einen Artikel Richtung Klimakatastrophe, so Zukunftsausblick und so. Da hat sie dann auch mehr oder weniger so halb als Forderung, aber auch so halb als Ausblick geschrieben. Ja, also wir werden um so eine Art Arbeitszwang nicht umhin kommen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Da hat sie sich jetzt für mich verabschiedet. Mhm. Aus der linksprogressiven Ecke total. Also das geht gar nicht. So, Ulrike, jetzt hier, meine Konsequenz ist, ich werde nie wieder, auch wenn ich es sehr unterhaltsam finde, aber ich werde nie wieder das lustige Video bewerben, wo du den Zittelmann, wo du den Zittelmann argumentativ auseinander nimmst. Werde ich nie wieder irgendwo bewerben. Obwohl es echt lustig ist. Weil der Zipfelmann so doof gesehen. Ist. Ja, ich hab's auch gesehen. Sie hat ja helle Momente und dann kommt zwischendurch, das kommt aus einem und demselben Menschen, das finde ich so faszinierend. Ja, also es ist halt so schade, dass sie nicht konsequent progressiv ist, weil gerade solche Leute, also die Frau ist ja wirklich, wirklich rhetorisch unfassbar fit. Ja, also gerade solche Leute brauchst du halt auf der progressiven Seite. Aber sie hat, bei ihr kommt dann halt immer wieder diese konservative Ideologie durch, die dann, weiß ich nicht, ob die habituell bei ihr veranlagt ist oder woher sie die hat, weiß ich nicht. Kann man jetzt drüber nachdenken. Aber ich weiß auch nicht,
ob sie den Artikel auch so geschrieben hätte, das ist für mich so ein Befindlichkeitsjournalismus, weißt du, wenn du da selbst auf einmal von betroffen bist. Und da denke ich, entweder hast du progressive Werte und dann hast du die immer, oder du hast sie halt nicht. Also du kannst ja nicht so eine Teilzeit-progressive, also das funktioniert für mich nicht. Nee, sehe ich auch so. Also da musst du dann also wenn das ihre Werte sind, dann muss sie konsequent mit ihren Werten sein. Und zumindest hätte sie hier ausgewogen argumentieren müssen. Dann sagen müssen, die Bahn legt keine ordentlichen Angebote vor. Die Bahn sperrt sich auch gegen Verhandlungen und so weiter. Das wissen wir auch alles. Macht sie aber nicht. Ne? Naja, gut. Ich würde aber sagen, wir haben diesen Artikel jetzt abgefrühstückt. Das war jetzt nochmal eine nette, spontane Einlage von uns, Nicole. Wir sind schon, wir sind schon echte Medienprofis. Ne? Wir das wissen. Tut aber echt. Wow. Wir sind schon großartig. Übrigens, das habe ich gerade vergessen. Ganz, ganz wichtig, wir danken selbstverständlich unserem Ehrenliebling, unserem Ehrenliebling des Monats, Frank Schäffler. Frank, du hast durch deine Wortschöpfung dieses Format erst möglich gemacht. Sozialklimbim ist dein Baby sozusagen, Frank. Ja? So. Herzlichen Glückwunsch. Und es ist schon 7 Episoden alt, dein Baby. Ja, es ist schon 7. Frank läuft jetzt schnell Zigaretten holen. Ja. Naja. Okay. Ich möchte da noch mal ganz kurz zurück. Positiv. Also, ich möchte noch mal mein Fazit ziehen. Ich bin optimistisch, was die Linke für alle angeht. Tatsächlich. Insbesondere, wenn sie konsequent das machen, was Lorenz gerade gesagt hat, nämlich, dass sie viel mehr wieder in Kontakt mit den Leuten treten wollen und dort auch Begegnungsorte schaffen wollen und so. Wenn sie das durchsetzen, wenn sie das umsetzen, dann sehe ich da eine reelle Chance, dass die Linkspartei in den nächsten Jahren auch wieder erstarken wird. Oder wie siehst du das? Ja, ich setze auch Hoffnung rein, weil ich auch politisch heimatlos bin, weil ich bin nun mal jemand, der links ist. Und ich würde auch gern dementsprechend wählen. Und dafür brauche ich auch eine entsprechende Partei. Was ist das? Egal. Ja, das stimmt. Das ist gut, ne? Das Liebste, was Frank Schäffler je auf die Welt gebracht hat. Ja. Deswegen hier nochmal, Leute, was Lorenz gerade gesagt hat, ich stimme dem zu. Ihr müsst vielleicht, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht in die Linkspartei eintreten, okay, geschenkt, alles gut. Aber Engagement, ja, ich meine, das muss ich ja unserer Community eh nicht sagen. Das sind ja alles engagierte DemokratInnen, ja. Aber grundsätzlich, das werden ja bei YouTube vielleicht auch noch andere Leute sehen, ne? Bringt euch ein, engagiert euch. Gerade wenn jetzt die ganzen großen Demos stattfinden, ja, auch wenn die nur dieses lose Oberthema gegen rechts haben, ja, engagiert euch da, macht mit, geht zu den Demos. Sprecht Leute an, ob ihr euch lokal engagieren könnt. Es finden sich Dinge. Macht YouTube-Videos, macht Podcasts, ja, macht Sozialklimbim 2. Ja? ja, das ist auf jeden Fall, da hatte Lorenz komplett recht. Ja, da das Ganze, wenn wir eine Gegenbewegung zu diesem Rechtsruck haben wollen, dann muss die auch von den Leuten kommen. Da müsst ihr euch bewegen und wir auch. Also gegen Bewegung, da ist das Wort Bewegung ja drin. Ja, da bewegen wir uns. Wir bewegen uns und wir bewegen uns auch auf diesem Kanal. Liebe Leute, denkt dran, wir haben hier noch weitere Formate. Ne? 2045 mit Patrick und Jens zum Beispiel. Oder die kritische Hinterfragung, die immer wieder unregelmäßig kommt, wo wir dann 4,5 bis 5 Stunden über Bauchschmerzen von jungen und grünen PolitikerInnen reden. Ja, so. Ganz erschöpft, der Ganz erschöpft, ich bin leer gequatscht. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich musste gestern Nacht um 11:20 aus meiner Wohnung, weil hier in Dortmund eine Fliegerbombe gefunden wurde, die entschärft werden musste. Und dann musste der Dave noch seine Schwester nachts anrufen und sagen, liebe Schwester, ich muss leider bei dir unterkommen. Ja, darum bin ich heute ein bisschen kaputter als sonst. Hat man vielleicht nicht gemerkt, hoffe ich. Ich nicht. Nicole, haben wir noch was? Nee, wir haben alles, und noch mehr. Wir haben alles, ja, und das stimmt sogar, ne? Und noch mehr. Wir haben noch Ulrike Herrmann hinten dran gehängt. Also, für unsere Demokratie, macht Sachen.
Das gute klingt Sachen. Irgendwie gute Sachen. Progressive Dinge. Ja? Demokratische Dinge. Deswegen an dieser Stelle, wir danken für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch einen angenehmen Abend und bleibt alle gesund. Und wir sehen uns in 2 Wochen. In 14 Tagen. Und welches Thema wir da haben, wird wieder die Tagespolitik entscheiden. So sieht's, wir sind fremdgesteuert. Wir sind fremdgesteuert. Wir sind doch geimpft. Wir haben bestimmt so einen Chip. So, ja. Weißt du? Ah. Ja. Ergibt alles Sinn jetzt. Link für Discord. Ach so, im Discord gibt es noch Party und Link für Discord wurde, glaube ich, gerade. Genau, da kommt er gerade rein. Gibt noch eine Discord-Party, liebe Leute. Ne? So, jetzt aber. Wir wünschen euch eine angenehme Woche und bleibt alle gesund. Macht es gut. Genau. Bis dann. Tschüss. Und wir sind.